Kärnten. Der Friedhof in Großkirchheim. Auf der Suche nach dem einzigen Moslem im Ort. Naja, es gibt einen Grabstein, wo praktisch der Halbmond eingemeißelt ist. Ein Moslem in christlicher Heimaterde. Bürgermeister Peter Suntinger führt persönlich zum Grab. Wie es dazu gekommen ist. Dass ein Moslem in Kärntner Erde liegt. Naja, erstens ist es einmal so, dass wir sagen, der Toter kann von seiner Religion nicht mehr Gebrauch machen. Daher sei ihm auch unsere Erde leicht. Denn ein toter Moslem betet nicht mehr. In seiner Gemeinde leben jedoch sollten, wenn es nach Suntinger geht, möglichst keine Moslems. Auch der Bosnier ist hier bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen und hatte keine Angehörigen. Die Gemeinde hat ihn hinter dem Kinderfriedhof begraben. Da oben ist er. Nicht gerade ein prominenter Platz. Also in der äußersten Ecke. Naja. Immerhin haben wir einen Platz dafür gehabt und alle anderen haben ihn gar nicht genommen. Großkirchheims Bürgermeister macht keinen Hehl aus seiner Vorstellung von Ausländerpolitik. Zitat aus einem Zeitungsinterview: In seiner Gemeinde fände man Ruhe und Berge, aber keine Türken. Hier würde man ihnen nämlich keine Wohnung vermieten oder Häuser verkaufen und man ließe ihre Kinder hier nicht zur Schule gehen. Der Journalist Florian Klenk hat Großkirchheims Bürgermeister interviewt. Politiker wie Suntinger seien keine Spinner am Stammtisch, sondern gewählte Volksvertreter, die für ihren politischen Erfolg bewusst provozieren. Er ist, wie das auch die Leute sagen, unser kleiner Heiler. Damit meinen sie jemanden, der zündelt, jemanden, der provoziert. Das Problem dabei ist, dass diese Figuren ja nicht nur auf dieses kleine Dorf beschränkt sind, sondern sie sind in allen Dörfern in Kärnten. Politiker wie Suntinger bekommen die meisten Stimmen dort, wo es die wenigsten Ausländer gibt, so wie in Großkirchheim. Aber das Volk, sagt der Bürgermeister und meint damit sein Volk, das hätte nun mal Angst vor voranschreitender Islamisierung. So, und da ist der Blick von oben runter auf unseren wunderschönen Ort Großkirchheim. Woher die Angst vor Überfremdung kommt, wollen wir wissen. Ich möchte die Muslime hier nicht haben. Wir wissen ja ganz genau, woher die kämen. Die, was da zu uns herkommen, die mögen sie in eigenen Land nicht. Und wir wollen das nicht haben, dass wir da eine Moschee haben oder ein Minarett haben. Daher gibt es das nicht. Bevor die Moslems kommen, würde die Gemeinde die Grundstücke einfach selber aufkaufen. Suntingers Rezept gegen ungeliebten Zuzug von Ausländern heißt Bodenpolitik. Damit jeder weiß, was es heißt, Bodenpolitik zu machen, heißt, die Gemeinde kauft diese Grundstücke. Fall erledigt. Seinem verstorbenen Parteifreund Jörg Haider hätten solche Sprüche vermutlich gefallen. Dem Staatsanwalt weniger. Der ermittelt jetzt gegen den Bürgermeister wegen Volksverhetzung. Parteiversammlung. Er sei falsch zitiert worden, sagt Suntinger. Mit türkischen Geschäftsleuten, die sich integrierten, hätte niemand ein Problem. Auf die Strafanzeige scheint der Politiker dennoch beinahe stolz zu sein. Ich werde zu all dem, was ich gesagt habe, stehen. Auf Punkt und Beistrich. Und die weiche keinen einzigen Millimeter. Und wir in Großkirchheim sind stolz drauf, kann ich sagen, dass wir einen Bürgermeister haben, der das sagt. Alle halten die Klappe, der sagt das. Und deswegen sind wir stolz. Man muss an dieser Stelle mal festhalten, es ist nicht so, dass Türken ein besonderes Interesse an Großkirchheim hätten, es massenhaft zu bevölkern. Der Ort hat vergangenes Jahr 100 Einwohner verloren. 1500 leben noch in Suntingers Gemeinde, eine Hochburg des BZÖ, Bündnis Zukunft Österreich. Die Partei des verstorbenen Rechtspopulisten Jörg Haider hat 60% bei den Landtagswahlen geholt. In Großkirchheim ist das auch der Erfolg von Suntingers Bodenpolitik. Es ist eine Unterwanderung von Ausländern, Money. Die nimmt zu in Österreich. Und das gefällt mir nicht. Ich glaube nicht, dass wir als ausländerfeindlich deklariert werden können oder sollten, weil wir sind eine Tourismusregion und mögen eigentlich alle Leute, egal wo sie herkommen. Ich kann Sie als Gäste schätzen, freue mich, wenn Sie kommen und freuen sich auch wieder, wenn Sie fahren. Ja, also ich finde, es sollte die Ordnung haben, dass sie dann wieder in ihre Heimat zurückkommen. Noch sei Großkirchheim und sein Bürgermeister nur ein Kärntner-Phänomen, sagt Journalist Klenk. Aber man könne auch bereits anderswo in Österreich ähnliche Gespräche verfolgen. Vor ihm fürchte ich mich nicht, aber ich fürchte mich davor, dass die Leute ihn wählen. Und zwar mit einer sehr überwiegenden Mehrheit. Und ich
habe Angst davor, dass sich die oppositionellen Parteien ihm nicht entgegenstellen, sondern eigentlich mitmachen. Zehn Jahre ist Peter Sundinger jetzt Bürgermeister von Großkirchheim, zuletzt gewählt mit über 70%. Sein Erfolgsrezept? Händeschütteln, Schultern klopfen, so wie einst Jörg Haider immer bei den Leuten und ihren Sorgen sein, sagt er. Mit dem Quäntchen Bodenpolitik gegen die drohende Islamisierung und ungeliebte Moslems, die aber, wie gesagt, so gar nicht in Sicht sind in Großkirchheim.